Ja, halli, hallo, liebe Ritterfreunde, ich bin's, der Sir Senk. Und wir spielen Rogue Legacy und wir haben herausgefunden, als Assassin kann man mit Y sich tatsächlich unsichtbar machen. Und der hier nimmt bloß 90% von unserem Geld da, 90% auch für my money. Wir haben jetzt 7 Gold halt quasi gespart. Und das möchte ich auf jeden Fall hochleveln. Was brauchte das, 1900 oder 1600, 1700 oder so? Hat ein bisschen was gebraucht, also... Kostet ein Alter, was habe ich auch noch nicht gesehen. What the fuck? Oh shit. Oh, ganz ehrlich, wer baut denn sowas, ey? Ach shit. Ach du Kacke, ey. Ach, wieso habe ich mich nicht einfach unsichtbar gemacht? Das wäre doch perfekt gewesen, um es mal zu testen. Wow. Kostet aber einen Haufen Mana. Das darf man nicht mehr missachten. Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung, ob die Anfangskastel generiert werden, je nachdem, was für ein Level der Charakter hat. Und mein Charakter hat ja schon recht hohen Level. Wie man ja sehen kann, wir sind jetzt schon Level 20? 26 sind wir schon. Und ich weiß auch nicht, das hat, glaube ich, was mit auch mit dem Update zu tun, die man gemacht hat. Okay. Shit. Kommen natürlich nicht ran. So. Puh, wir sind aber trotzdem voll. Nice, hätte ich nicht gedacht. So, wir gehen wieder nach rechts. Was ist das denn? Eine Musikbox? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Was ist das? Now playing Pistol Shrimp. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Bleibt das so? Ja. Oh, geil. Crit gemacht. Ja, 4% Crit-Chance. Das macht sich bemerkbar, Leute. Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Mal einen Crit gemacht. Schon wieder ein Crit. Wow. Wenn ich den treffen kann, dann kann er mich bestimmt auch treffen. So, komm her, mein Zombie-Freund. Oh yeah, geile Mucke. So muss ich das sein. Oh yeah, ein bisschen was gefressen. Ein bisschen Geld aufgesammelt. Ein paar Gemälde zerstört. Ein guter, erfolgreicher Arbeitstag. Aua! Ach, wieder diese Magier, die einfach durch die Wände schießen. Hey, Moment mal. Ich dachte... Ah nee, das ist ein Assassin. Genau, die machen ja richtig guten Crit. Das war doch bei denen so, dass die diesen guten Crit raushauen. Mal ganz kurz gucken. 50% Crit-Chance, 125 Crit-Damage. Okay, deswegen macht sich das bezahlt. Plus die 4, die wir wahrscheinlich schon generell haben. Kommt das ganz gut an. Komm ruhig her, Zombie-Man. Komm hoch. So ist gut. Nein! Ach, wieso kommt denn noch so ein Auge? Mann! Doch, kann kein Mensch ausweichen. Ah, schöne Musik. Nice. Oh yeah, ein Teleporter. Da fällt mir was ein. Ich wollte ja eigentlich was schauen. Ich geh mal kurz zum Anfang. So. Ach hier, man muss alle 4 Bosse besiegt haben. Und dann... Ah, ich verstehe. Alle 4 Bosse und dann, ihr wisst schon. Dann kommt man zum Hauptboss. So, wenn ich mir hier das anschaue. Ja, mal Castle. Genau. Und Forest ist nämlich Stufe 2. Forest ist Stufe 2. Und deswegen, war das Forest in der letzten Folge nicht so schwer. Wie zum Beispiel der Dungeon. Der Dungeon ist Stufe 4 und Tower ist Stufe 3. Aber eigentlich heißt es dann, ich muss nur nach rechts laufen, um zum Forest zu kommen. Dass der rechts ist die ganze Zeit? Das klingt irgendwo logisch, ne? Da müssen wir ja hier jetzt eigentlich... Da müssen wir jetzt ja eigentlich rauskommen beim Forest. Ich hätte aber gern eigentlich noch den Boss gefunden. Oh, tatsächlich, Leute. Ja, wir lernen die aus. Komm her, ich kritte dich. Crit des Todes. So. Ja, gut zu wissen. Ah, da kommt wieder so ein Vieh. Hehehehe.
Komm her, kommt, kommt alle her. Ich mache euch alle tot, ey. So, ich hau euch auch um. So, und dann gibt's ja eigentlich... Also hier gibt's dann keinen Weg. Ich muss also dann wieder zurück zum Hauptcastle, wenn ich quasi hier den Boss besiegt habe. Was ist das denn? Achso, das ist so ein Vieh. Die sind eigentlich ganz nett. Abgesehen davon, wenn man so blöd ist und irgendwie reinspringt, ey. Das ist schon ziemlich dumm, wenn man das macht. Und die werfen bloß einen Knochen. Okay, ein Knochen ist okay. Wow. So ein Vieh. Die habe ich schon mal gesehen. Im Dungeon unten. Okay, sind aber anscheinend nicht so gefährlich, wie ich dachte. Okay, die vier da sehen schon gefährlicher aus. Hey, wie komme ich denn da hin? Ich würde schon gern zu der Kiste kommen. Aber erstmal dieses komische Vieh killen. Oh oh. Ich dachte, es trifft mich. Hat mich aber nicht getroffen. So. Die können nicht rausschießen, das ist schon mal gut. Aber der da, der unten, der schafft es schon. Ja, da kommt noch so ein Geistkopf. Okay. Gehen wir erstmal den. Wir können ja, wir haben ja Zeit. Ja, man kann ja ruhig mit ein bisschen mit Ruhe rangehen. Hey, da oben kommt man doch gar nicht rein. Das ist eine Kiste, ja, wo man nicht rankommt. Auch geil. Naja, was soll's. Eigentlich einfache Opfer, wenn ich es schaffen würde, um reinzukommen. Hihi. Ja, war nicht so schwer. Ja. Okay, und den noch. Oh, da hinten ist der Weihnachtsmann. Ja, geil. Wir sind auf jeden Fall wieder volles Leben. Haben Geld, 612. Das ist nicht die Welt. Uah, ein Auge. Das habe ich echt nicht gesehen. Hä, ein Blob. Oh. Uah, der teilt sich einfach. Noch ein Auge. Nee, aber es ist schon ganz cool, dass wir jetzt überhaupt schon... dass wir schon zum Forest gehen. Ist schon geil. Aber da müssen wir doch eigentlich auch langsam... Oh, das ist so ein random Teil. Das ist nicht gut. Da müssen wir doch eigentlich langsam auch den ersten Boss besiegen können. Da müssen wir doch langsam mal gut genug sein für. So, oh, Alter, was das denn? Boah, was das denn für ein Riesenvieh? Da komme ich gar nicht hoch. Okay, ich verstehe. Das Ding würde ich loswerden gerne. So. Hier ist auch noch so ein Ding. Oh Gott. Oh, eine Kiste. Geil, ein Rezept. Ranger Bracers. Okay. So, jetzt habe ich nur noch diesen. Das Vieh. Wow. Alter, ich habe 9. Alter, wie viel Geld. Wie viel. Wow. Ich glaube, von oben würde ich am meisten Schaden machen. Er hat sich jetzt nicht so viel gelohnt, den zu killen. Na, mal gucken, was wir hier noch haben. 900 Geld. Na, wir bräuchten noch mehr. Ich würde schon gerne, tatsächlich... kriege ich da bestimmt tot. Okay, nice. Die kriege ich doch tatsächlich tot. Das bedeutet für uns nämlich, wenn ich die tot kriege, bedeutet das für uns mehr Leben. Das finde ich schon ganz gut. Ach, doch, da, toll. Ich dachte gerade, es kommt hier raus. Na gut, hier werde ich wahrscheinlich nicht so leicht rankommen. Aber ein bisschen Leben kriegen kann nicht schaden. Ach Mann, komm hier in die Richtung. Da, gucke nach da, ja. Nein, nein, komm her. Ach. Ach Mann, bleib doch mal rumgedreht. Komm, hier dreh dich um. So. Oh. Der ist gut. Egal. Dann hau ich ihn halt so tot. Das geht auch. So. Ich komme zwar nicht an das Geld ran, aber ich habe ein bisschen Leben wieder bekommen. Was ja auch recht wichtig ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Ah, das ist wieder so ein Flugvieh. So ein... was? Der rennt einfach weiter? Scheiße. 500 haben wir bekommen. 500 Money. Hier kommen schon wieder die ganzen Weiber. Was ist denn hier los? Wieso kommen hier nur Weiber?
Was? Das ist das Leech. Feed up. Wie ist das? Feed of the Dead. Gain permanent life for every kill. Up to a gap. Ja, was für ein Gap haben wir dann? Nehmen wir mal. Wir nehmen mal Lady Bianca die dritte. Die jetzt ein Leech ist. Ja. Wir könnten jetzt von den 964 könnten wir jetzt fast 100 sparen. Aber es lohnt sich einfach nicht, das 100 zu sparen. Also die 100 zu sparen. Also wir haben hier irgendwas upgraden. Ich wäre ja schon... Ah nein, Moment. Wir wollten ja hier noch das Schwert kaufen. Haha. Weil das einfach mal mehr Damage macht. So, und das... Dann haben wir, glaube ich, hier noch eine Rune gehabt für das Schwert, oder? Ah ja, genau. Aber die wollte ich noch nicht machen, weil der Dash doch eigentlich ganz geil ist. Jetzt haben wir noch 500 übrig. Reicht das noch für Rüstung? Nein, reicht nicht für Rüstung, also hauen wir das in Leben rein. So. Ich hoffe, dass wir jetzt einen richtig guten Run haben. So, dass wir hier auch ein bisschen Knete machen. Aber ist schon mal geil zu wissen, Leute. Das heißt also, wenn wir immer nach rechts gehen, dann kommen wir zu diesem Forest. Und der Forest bietet doch einiges auch an Geld. Aber man kann natürlich hier auch erstmal versuchen, alles niederzumetzeln. Was man hier so finden kann. Oh Gott. Man fängt schon an, ne? Ach, dieser Scheiß war diese. So. Okay. Ich muss echt. Oh shit, bloß noch. Alter, wie viel Leben ich bloß noch habe. Okay. 17. Okay. Aber ich krieg ja permanent Leben angeblich, wenn ich. Ja. Wenn ich Gegner töte. Uhaha. Würde ich trotzdem haben. Bin geldgierig. So. Den hau ich zum Beispiel tot. Komm ruhig ran, wenn du dich traust. Uhaha. Alter, erschreck mich doch nicht so, Mann. Uhaha, der Knochen, der kann mich aber... Uhaha. Alter, erschreckt mich nicht so. Der Knochen kann mich schon treffen. Och, nein, nein, der scheiß Knochen. Och, das gibt's doch nicht. Ah, Kacke. Ja gut, da haben wir... Oh, was ist das denn? Hits all enemies on screen. Ach du Scheiße. Lady Lea, Lady Bianca, Lisa. Ey, warum denn nur Frauen? Warum kriege ich die ganze Zeit nur Frauen? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe echt absolut kein Geld für irgendwas. Hey, wieso hat der ein Ausrufezeichen vom Kopf? Ach stimmt, wir hatten doch noch was bekommen. Oh, wir haben ja noch was bekommen. Magic geht hier noch höher. Krass. Ja, Magic geht hier... Ja, Magic geht hier noch höher. Kostet 1000. Und wir brauchen mehr, ja, mehr Armor. Ist nicht so einfach, da ranzukommen. Boah, jetzt streng dich mal an hier, ey. Yeah, geil. Schon mal 100 Münzen bekommen. Fängt doch schon mal gut an. Wo? Was? Ey, ganz ehrlich, was ist das denn? Level 13, 66 AP. Kriege ich niemals down so schnell. So, wir wollen natürlich trotzdem alles mitnehmen. Boah, ey, Leute, das ist ja echt... Das ist ja traurig. Hä? Oh, scheiße. Kann das sein, dass die irgendwas, Plattform stay open? Oh, das ist ja geil. You can't see in 3D. Geil, die Plattformen bleiben offen. Das ist natürlich nice. Ich hoffe, das können wir jetzt auch irgendwie verwenden. Ich hoffe, das bringt uns jetzt auch einen Vorteil. Nein! Boah. Wird natürlich schon wieder in die falsche Richtung ausweichen. Wäre ein bisschen blöd gekommen. Uah. Oh. Ja, hab ich nicht mitbekommen. So, dich krieg ich. Mich hole ich mir, ja. Geil, eine Kiste. Whee, Geld, 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 Geld. Ich bin geldgeil. So, ich weiß, dass der... Uah, Alter, ernsthaft? Und da kommt doch so ein Flugvieh. Boah. Puh. Nice, Mann. Okay. Geil. Komm, schieß doch. Da bin ich! So. Wir,
kriegen, glaube ich, permanent HP dazu, Leute. Bis zu einer bestimmten Stelle. Oh, geil. Wir haben den Boss gefunden. Bis zu einer bestimmten Stelle. Oh, geil. Noch ein Rezept. Blatzwort. Alter, das ist bestimmt Vampirismus direkt schon drauf. Wir bekommen immer, wenn wir jemanden killen, bekommen wir tatsächlich mehr HP. Also Max HP. Pass auf, jetzt haben wir 87. Jetzt haben wir 91. Ist schon geil. Max HP kriegen ist schon nice. Aber das können nur die Leechs. Oder Leechs, keine Ahnung, wie man ausspricht. Ey, die zu killen muss doch funktionieren irgendwie. Den scheiß Boss zu killen. Ich habe so ein bisschen Angst noch. Bin so ein kleiner Schisser. So, hier dürfte eigentlich kein Problem darstellen, weil wir ja Double Jump haben. Das heißt, wenn man sich einmal vertut, kann man immer noch was machen dagegen. So, noch ein Rezept. Oh, geil, ein Chestplate. Oh yeah. Das Problem ist, das kostet alles so viel Geld und ich würde gerne noch ein bisschen sparen, damit wir diesen Wächter bestechen können. Ja, ist ein bisschen schwierig. Alter, take no damage. Boah, wieso kann ich den... Ich kann den töten, glaube ich. Hä? Sollten nicht alle... Ja, lol. Alle kriegen Damage. Nur nicht besonders viel. Alter, wie komme ich denn da durch? Ich will unbedingt da durchkommen. Da sind bestimmt noch mehr von den Viechern. Oh nein, das war's. Toll. Ich mit Idiot will auch noch weiter. Warum will ich denn weiter? Die Kiste war doch schon zu. Ich krieg die Krise. Nein, den nehmen wir nicht. Ich hasse die. Ah, Lisa. Silly Haku. Endlich mal jemand Neues. Nostalgik. Er ist nostalgisch. Alter, ich krieg die Krise. 700. Na, wenigstens haben wir ein bisschen Geld gemacht. Das wird hier noch lange nicht reichen. 1700 brauchen wir eigentlich. Hey, der Hogake. Wieso? Ich habe noch keinen Shinobi gefunden. Ich will meinen Shinobi haben. Hier gibt es noch Stärke. Also auf was gehen wir denn? 700, Alter. Ach, deswegen nostalgisch. Ich glaub's ja nicht. Hier das neue Schwert, Alter. Vampirismus. Oh, Vampirismus direkt schon drauf. Macht aber weniger Damage. Was, Health geht... Was, minus 30 Health? Boah, also Vampirismus ist ja echt scheiße in dem Sinne. Boah, das ist echt krass, aber ich nehme es trotzdem mal. Ich kann es nicht equippen. Oh, Hauptsache gekauft erstmal, ne? Hauptsache erstmal gekauft. Aber weniger Damage, weniger Leben. Also minus 30 ist echt hardcore. Aber Leute, wenn das tatsächlich... Boah, was haben wir noch? Das ist also die andere Chestplate. Ey, die ist tatsächlich besser. Die ist besser als das. Ah, das hat Vampirismus. Ich glaube, hier unten sind alles Vampir. Dann haben wir hier irgendwie das Mittelmaß und hier haben wir dann wahrscheinlich mehr Leben. Hier haben wir Leben statt Armor. Hier haben wir wahrscheinlich nur Armor und Leben, sehe ich gerade. Und hier haben wir halt minus Leben. Ne, haben wir auch Leben. Ne, wenn ich die absetze, dann haben wir Leben. So, die hat minus Leben, dafür Vampirismus. Die hat einfach nur Rüstung und die ist halt auch für Rüstung, okay. Ja, keine Ahnung. Also Vampirismus ist schon geil. Und hier hat man zum Beispiel noch die Dinger... Ja, aber alles mit Vampirismus zu haben, das wäre echt mal nice. Aber ich brauche hier ich brauche wieder mehr Rüstung. Oh, shit. Hier habe ich 200 noch übrig. Kann damit nichts anfangen. Nee, ich kann damit nichts anfangen. Hier noch was Neues? Nee. Ja, wir können wieder nichts anfangen damit. Shit. Ja, aber wenigstens ein bisschen was Neues. Auch wenn wir es nicht ausgerüstet haben. Es ist Nostalgie-Effekt. Der Nostalgie-Effekt. Ich habe ja so wenig Leben, Alter. Wieso habe ich so wenig Leben? Ach, das ist ein Mage. Okay, das erklärt natürlich alles. Das erklärt alles, warum ich so wenig fucking Leben habe. What the fuck ist das denn schon wieder? Was? Alter! Schnell, schnell, schnell! Oh, Alter. Was ist das Erste, was kommt? Gleich so ein Ding, ey. Oh nein, ich will so ein Feuerkack. Huch! Stacheln. Manchmal erkennt man das tatsächlich nicht. Das glaubt man gar nicht. Also, was ich sagen wollte, man glaubt manchmal gar nicht, dass nur weil die Farben abgeändert sind, auf einmal man die Gegner nicht mehr so schnell erkennt.
Man erkennt die echt nicht. Das ist krass. Also teilweise, weil man es nicht gewohnt ist, die so zu sehen. Huhaha. Man ist es einfach nicht gewohnt. Huhaha. Oh Gott. Zum Glück bin ich so klein, Mann. Okay. Puh. Wir müssen natürlich den Boss finden. Das ist immer ganz wichtig. Weil der Boss hat ja seine fetten Kisten, ey. Und wenn ich die kriege, dann ist alles super. Oh, shit. Okay, der ist down. Oh nein, da kommt natürlich noch so ein Mage. Oh, Alter. Reicht ja nicht, dass da ein Gegner ist, ne? Muss noch ein Mage kommen. Boah. Ich habe natürlich auch einen geilen Spell, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Nein! Okay, die sind so nervig. So. Huiuiuiui. So, man muss bei den Viechern echt so irgendwie die Ruhe bewahren. Aber wenn du halt noch andere Gegner hast, gegen die du gerade kämpfst, dann ist das immer ein bisschen schwierig mit dem Ruhe bewahren. Die Gegner können ja gar nichts machen hier, die sind ja voll witzig. Die Dinger bleiben jetzt offen? Ne, oder war das der? Nee, das war der Charakter davor. Haha. Der leider verstorben ist. Wieder mal. Unter Tenshis Führung sterben halt doch einige Charaktere. Familienmitglieder, könnte man auch sagen. So. Jetzt kommen noch ein paar Augenschüsse. Okay. Geld ein bisschen, ist auch gut. Okay. Ich bin immer so ein bisschen konzentriert. Und ich sehe auch gerade, dass die Folge eigentlich zu Ende ist, Leute. Shit. Wir machen den Raum noch zu Ende, Leute. Das muss noch gemacht werden. Alter. Okay. Noch irgendwas zum Zerstören? Yeah, noch ein bisschen Gold. Ich brauche mehr Gold. Ich brauche mehr Gold. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich war der goldgierige Tenshi und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.